Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Und ich hatte eigentlich heute ein ganz anderes Video geplant, es hätte ganz anders gestaltet werden sollen. Und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt wirklich froh, dass ich dieses Video jetzt mache, denn ich hätte heute fast gar nichts gemacht, weil ich mich gerade richtig ärgern musste. Ich war stinksauer, ich habe jetzt gerade 3 Stunden meiner Zeit. Es ist jetzt, wie spät ist es jetzt? Es ist jetzt 11 Uhr abends. Und ich habe 3 Stunden meiner Zeit, die ich eigentlich für mein fast tägliches Marketing eingeplant habe, verschissen mit einem neuen Tool, das ich mir besorgt habe. Und das wollte ich auch nutzen für meine Videos. War leider ein absoluter Fehlkauf, funktioniert überhaupt nicht so, wie ich wollte. Jetzt war ich richtig stinksauer. Und ich habe mir jetzt gedacht, jetzt setz dich hin und mach vielleicht trotzdem ein Video. Und dann dachte ich mir wieder, nein, aus, mir reicht's für heute. Es ist vorbei. Ich war jetzt wirklich bis zu diesem Zeitpunkt stinksauer. Und ja, mir ist jetzt eins aufgefallen oder eingefallen. Das war jetzt wirklich gut, dass ich mir damals diesen Film angeschaut habe, weil das hat mir jetzt gerade sehr weitergeholfen. Und ich bin auch sicher, dass es Ihnen helfen wird, weil Sie wahrscheinlich auch öfters so eine Situation haben, wie ich die gerade gehabt habe. Ich habe mir den Film angeschaut von Mike Tysons Leben. Das wurde verfilmt mit Schauspielern. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen, waren, denke ich, jetzt gar keine bekannten Schauspieler. Aber auf jeden Fall so ein bisschen, wie er als Junge aufgewachsen ist, wie er zum Boxen kam, wie er dann groß wurde. Und dann irgendwann starb seine Mutter, glaube ich. Ich glaube, seine Mutter ist gestorben. Und dann wäre es beinahe so weit gekommen, dass er mit dem Boxen aufgehört hätte. Er war komplett fertig, war aber schon auf einem tollen Weg. Und ja, er kam zurück zu seinem Trainer. Er war ja bei seiner Mutter in seinen, keine Ahnung, aus Chicago, glaube ich, ist er gewesen. Macht jetzt aber auch keine Rolle. Er war dort und beim Begräbnis und kam eben so ungefähr mit dieser Stimmung zurück. Und jetzt kommt der Punkt, der mir jetzt sehr weitergeholfen hat. Denn sein Trainer sagte zu ihm: Mike, kann ich dir eine Frage stellen? Was ist ein Profi? Mike Tyson begann zu sagen, ja, ein Profi ist einer, der für Geld, und da hat ihn sein Trainer bereits unterbrochen und sagte, nein, das hat mit Geld nichts zu tun. Er sagte, ein Profi ist jemand, der auch Leistung bringt, wenn es ihm gerade richtig beschissen geht. Das ist ein Profi, der auch Leistung abrufen kann, wenn es gerade mal nicht so läuft. Und genau diesen Satz, den habe ich nicht vergessen, der ist mir jetzt wie aus, ja, wie geschnippt in den Geist gekommen, und ich habe mir gedacht, ich lasse mich jetzt von diesem blöden Tool, wo ich jetzt leider ein bisschen viel Geld dafür ausgegeben habe, lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich mache heute trotzdem mein Marketing, mein Video. Es ist jetzt, glaube ich, sogar hilfreich geworden, weil so eine Situation hat man öfter, und gerade wenn einem alles wurmt, dann muss man gegensteuern. Und ich weiß auch, dass jetzt, wenn ich dann den Stoppknopf drücke und das Video noch veröffentliche, dass es mir besser geht, weil ich weiß, dass ist zumindest nicht umsonst war. Das ist der heutige Tipp. Also mir hat es jetzt irrsinnig geholfen, das loszuwerden, und ich hoffe, es hilft auch Ihnen. Ja, würde mich freuen, wie immer, wenn Sie meinen Kanal hier abonnieren. Sie finden hier irgendwo auf diesem Video den Button, wo Sie mit einem Klick den Kanal abonnieren können. Sie können mir auch gern Kommentare hinterlassen und den Daumen nach hoch, wenn es hilfreich war oder wenn es Ihnen gefallen hat, das Video. Gut, das war's jetzt von mir zu diesem Video, und ich mache für heute Schluss. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.